Wieso bist denn du jetzt so? Hallo und herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um Klimaleugner geht. Wir drei gucken uns an, wie das Netzwerk von Klimaleugnern sind, denn Simplicissimus hat das Ganze wohl aufgedeckt. Exposed! Es geht los mit Eike. Who the fuck Eike, Eike steht für Europäisches Institut für Klima und Energie. Das hier ist das Logo. Wirkt wie eine europäische Institution, oder? Falsch gedacht. Eike hat seinen Sitz in Jena und das Institut ist der Dreh- und Angelpunkt der deutschen Klimaleugner-Szene. Das heißt, sie streiten den wissenschaftlichen Konsens zum menschengemachten Klimawandel einfach ab. Der IPCC ist sich ganz sicher. Die beobachtete Erderwärmung ist zu 100%. Yo! Das erinnert mich instant an diesen komischen, diesen Televangelist-Sender hier, dieses Schweizer Ding. Mhm. Wie hieß denn das? Klagemauer TV. Ja. Instant Klagemauer TV Vibes. Ja. 100% vom Menschen gemacht. Wer dies bestreitet, muss ein Feind der Wissenschaft, gekauft muss oder bekloppt sein. Ja. Sie können mich gerne auch vielleicht Klimaleugner nennen, weil das hat auch etwas Religiöses, das Ganze, dieser Klimaglaube. Mir geht es darum, ob es denn tatsächlich so ist, dass das CO2 wirklich diesen Klimawandel ausgelöst hat. Ey, wenn ich das sehe, wenn ich die sehe, die schlagen für mich alle in eine Kerbe mit diesem AfD-Vorsitzenden Spacken mit seiner bescheuerten Dackel-Krawatte. Ja. Wenn ich die sehe, ist mir der Hass auf alte weiße Männer immer komplett klar. Da verstehe ich immer alles. Yep. Im Rat sitzen ein Haufen Hobby-Experten. Eike hat einen geilen YouTube-Kanal, auf dem sich eine Moderatorin vor dem schlechtesten Greenscreen der Welt mit MyLab anlegt und krass peinlich. Beim schlechtesten unterschreibe ich nicht. Na, da gibt's schlechtere. Ja, wir haben Hilf mir gesehen, es gibt schlechtere. Ja. Ja. Man nicht ohne E, I und K buchstabieren. Zufall? Wohl kaum. Okay, wir würden uns liebend gerne einfach nur kurz über dieses Institut lustig machen und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Aber so einfach ist es leider nicht. Denn hinter Eike verbergen sich mächtige Institutionen. Die Verbindungen reichen bis zu den gewaltigen Ölkonzernen der USA. What? Eike bietet Schlüssellobbyisten eine Bühne in Deutschland. Das sieht aber genauso, also die Struktur sieht exakt so aus wie die Chip-Struktur, die Bill Gates, wo Bill Gates dann an der Spitze war. Sorry. Das Institut diktiert maßgeblich die Klimapolitik der AfD. Es hat aber auch Verbindungen zu der FDP und der CDU. Und in letzter Zeit zeichnet sich eine beunruhigende Entwicklung ab. Die Klimaleugner ändern ihre Strategie und nehmen so sogar mittelbar Einfluss auf den Vorsitzenden der Union. Heute geht es darum, wie der Diskurs rund um den Klimawandel und die Energiewende in Deutschland auf gefährlichste Art und Weise unterwandert, manipuliert und verzerrt wird. Wut und Panik gehören unseren Gegnern. Look, shit bang, going my way for a hot sec. They want me to cool off, nigga, not yet. I'm a ten change, I gotta set it straight. I had to drop a couple Williams on the... Ja, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz symbolisch. Wer war das? So. Hab mir mal ganz kurz symbolisch meine Hasskappe aufgesetzt, wenn ich die alte sehe. Flammen. Warum ist denn das Intro so geil? Das war was. Bei der Klimadebatte sollten wir ebenso wie in anderen Lebensbereichen wahrscheinlich echten Experten vertrauen. Beim Thema Versicherungen können die Experten von Clark euch vielleicht weiterhelfen. Aha. In der Versicherungsmanager-App kannst du einen individuellen Bedarfscheck machen, um herauszufinden, welche... Code LeFloid45, Leute. Ja. LeFloid45. Versicherungen du brauchen könntest und welche nicht. Egal ob Berufsunfähigkeitsversicherung oder private Altersvorsorge. Clark schlägt dir unabhängig Angebote vor und vergleicht alle Tarife am Markt. Natürlich nur, wenn du das willst. Du hast bei allem die volle Kontrolle. Allgemein kannst du mit Clark all deine Versicherungen an einem Ort managen und hast einen... Weil die Frage gerade im Chat kommt, sind Simplicissimus nicht Funk? Nee, sonst würde das da gerade nicht gehen. Ja. Digitalen, transparenten Überblick. Die App ist sehr schön, elegant und einfach nutzbar.
Die App ist sehr schön. Das war ja geil vorgetragen auch. PS, die App ist sehr schön. Über den Link in der Beschreibung und mit dem Code SIMPLY könnt ihr euch Best Choice Gutscheine im Wert von insgesamt 45 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch die App holen und insgesamt 3 bestehende Versicherungen hochladen. Wie nochmal, Flo? LeFloid 45. LeFloid 45. Richtig, wenn ihr euch anmeldet, wird Clark euer neuer Versicherungsmakler. Also Vorsicht, falls ihr schon einen habt. Oder auch nicht Vorsicht, wenn eure einfach Eike ist eigentlich gar kein Institut. Institut darf sich ja jeder nennen, das ist kein geschützter Begriff in Deutschland. Wir sind auch das Institut für 360 Grad Unterhaltung. Ab jetzt. Exakt. Hä, alles andere wäre auch gelogen. Ja. Deutschland. Das ist Professor Dr. Matthias Quent. Er ist Soziologe und Experte für Rechtsextremismus und Radikalisierung in Deutschland. Eike ist ein Verein. Gegründet wurde er 2007 von Holger Thus. Ich will hier auch nicht reinsprechen. Ich möchte Sie jetzt rausgehen. Und wenn Sie nicht sofort verschwinden, wäre ich gewalttätig. Ich bin was ist bei ihm, Alter? Ich will Sie hier nicht sehen. Gemeinsam mit einer Reihe weiterer Eltern. Was war denn das für ein Witzbold? Immer gut gegen Ich bin gegen in der DDR aufgewachsen, ich will sie, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Er hat ja nie was von DDR gesagt. Hä, ich bin in der DDR aufgewachsen, ich will sie hier nicht sehen, hat er gesagt. Ja, er hat nicht gesagt, ich will hier nicht reinsprechen. Ja, dann hör mal weiter. Ich bin in der DDR aufgewachsen, ich will sie hier nicht sehen. Gemeinsam mit einer Reihe weiterer älterer Hobby-Experten sieht er die Behauptung eines menschengemachten Klimawandels als naturwissenschaftlich nicht begründbar und daher als Schwindel gegenüber der Bevölkerung an. Nun, alles, was man über ihn wissen muss, haben wir gerade innerhalb von 10 Sekunden gesehen. Wollen sie die Bevölkerung über diesen angeblichen Schwindel aufklären. Dafür erstellen sie Gutachten. Sie veröffentlichen Bücher, veranstalten Kongresse oder treten in der Öffentlichkeit eben als vermeintliche Experten auf. Und das nicht nur in ihren internen Kreisen. Sie erscheinen zum Beispiel in Artikeln der Welt und in anderen Zeitungen. Sie werden zu Talkshows eingeladen. Ich frage mich, warum ich eine regenerative Energie brauche, wenn ich eine konstante, billige und preiswerte Energie aus fossilen und Kernbrennstoffen erzeugen kann. Die Vorstellung, dass der Sag mir, dass du Ü70 bist, ohne mir zu sagen, dass du Ü70 bist, Alter. Mensch, das Klima lenkt, steuert, dass man da sagen kann, wir wollen plus 1,5 Grad, plus 2 Grad, wir wollen weniger Hurricanes, das ist doch eine absolute Hybris. Und sie nehmen Einfluss auf die deutsche Politik. Zum Beispiel gab es da schon einige Verbindungen zur FDP und zur Union. 2013 lud die FDP Sachsen zur alternativen Öko-Konferenz in Dresden ein. Dort war der Eike-Autor Dr. Peter Heller Referent. Auch der FDP-Politiker Holger Kramer hielt einen Vortrag. Und das als damaliger umweltpolitischer Sprecher der FDP im EU-Parlament. Auf dem Blog Achse des Guten erschien außerdem ein klimaskeptischer Artikel von Kramer. Auch Eike hat ihn auf der eigenen Website gepostet. 2014 schied Kramer aus dem EU-Parlament aus. Er war dann Mitglied im Umweltausschuss des Bundesverbandes der deutschen Industrie und ist seit 2019 ein EU-Lobbyist für Daimler. Yay. Wow. Was? 2014 hat der Umweltausschuss des Niedersächsischen Landtages über stärkere Klimaschutzgesetze diskutiert. Dafür wurden Experten eingeladen. Neben dem renommierten Klimaforscher Professor Dr. Rahmstorf wurden auch 2 Eike-Beiratsmitglieder angehört. Warum? Ihre Einladungen erhielten sie von CDU und FDP. Leute, bitte hört auf, diese Witzvereine zu wählen, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Bitte versucht. Das hier ist der CDU-Politiker Dr. Philipp Lengsfeld. Hier spricht er 2016 auf einer Eike-Konferenz. Für mich ist ganz klar, dass Sie hier einen Dienst an der Wissenschaft und auch an der Demokratie leisten. Zu diesem Zeitpunkt war er Mitglied des Bundestages und des Forschungsausschusses. 2019 war Eike Pressesprecher Professor Dr. Lüdecke beim Wirtschaftsrat der CDU Thüringen zu Gast. Dort hielt er einen Vortrag zum Thema Klima- und Energiepolitik im Zeichen von Pariser Abkommen und Schülerprotest. Die Werteunion Bayern ist eine inoffizielle... Jetzt wird's, glaube ich, ganz schlimm. Die Werteunion ist ein richtig schlimmes Loch, ey. Doch bedeutende konservative Strömung innerhalb der CSU. Sie übernimmt offensichtlich... Wir wiederholen das nochmal.
ja, die konservative Strömung der CSU. Ja. Dicker, das ist die Creme de la Creme von Konservativismus. Also wirklich, das. Tatsächlich Standpunkte das ist zum ja, Klima nee, nee, von Eike. Das darfst du nicht. Ich finde immer, das ist so ein bisschen. Weiß ich nicht, da bin ich vielleicht picky, aber konservativ ist ja nicht. Ist ja nicht prinzipiell negativ zu verstehen. Das ist negativ konnotiert, ja. Das Problem ist, es gibt ja einen Unterschied zwischen konservativen und ewiggestrigen. Ja, aber wir wissen ja, was gemeint ist in dem Fall. Idiotischen ewiggestrigen. Ja, wir meinen ja das Gleiche. Wir meinen das Gleiche, wir haben nur das Wort konservativ dafür genommen. Aber ja, du hast recht, das Wort wurde missbraucht, ja. Ja. Doch nirgendwo hat Eike auch nur ansatzweise so viel Einfluss wie in der AfD. Bundestagsabgeordnete wie Dirk Spaniel und Peter Böhringer verweisen zum Beispiel in ihren Telegram-Chats auf Eike-Artikel. Die Partei lädt Eike-Mitglieder als Experten in den Deutschen Bundestag ein. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis für einen menschgemachten Klimawandel. Eike-Pressesprecher Lüdecke war 2019 zudem Sachverständiger für die AfD im Umweltausschuss. Lüdecke ist kein Klimaforscher, sondern ein Physiker und pensionierter Professor. Auch Eike-Vizepräsident Michael Limburg ist für die AfD tätig. Er ist Mitarbeiter im Büro von ihm hier, Carsten Hilse. Hilse ist AfD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag und Sprecher für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Außerdem war Limburg im Bundesfachausschuss Energie. Der schließt sich aus! So lächerlich. Das schließt Naturschutz und Reaktorsicherheit. Digga. Ja die Politik der AfD. Dort wirkte er maßgeblich an den klimapolitischen Positionen der Partei mit. Ey, Limburg selbst ist eigentlich ein pensionierter Elektroingenieur. Erst als Rentner begann er sich für die Forschung zum Klimawandel zu interessieren. Zu interessieren ist übrigens das Äquivalent von, er hat dreimal gegoogelt und ein paar Überschriften gelesen wahrscheinlich. Scheiß Quereinsteiger, Alter. Sich also einfach. Wann ist denn das passiert, dass wenn man in einem Bereich arbeitet, dass man keine Qualifikation mehr dafür braucht? Wann ist das passiert? Selbst bei. 2017? Er entdeckte dabei auch gleich die offensichtlichste Lösung im Angesicht der Erderwärmung. Eine der besten Erfindungen überhaupt, die niemals richtig gewürdigt ist, wurde es die Klimaanlage. Die guten Beziehungen zwischen Eike und der AfD sind. Ich brauche Kontext für diese Aussage. Das kann ja ganz wild sein. Oh Mann. Sind nicht sonderlich überraschend. Die Partei kann mit den Thesen der Klimaleugner polarisieren. Ich meine, er hat ja recht. Also, wir brauchen ja einfach nur mehr Klimaanlagen und stellen die raus, Olli. Ja, es stimmt. Ja. Ruckzuck ist hier aber entspannte 18 Grad dauerhaft. Muss ihm nur noch mal jemand erklären, wie ein Kühlschrank funktioniert. Aber sonst solide. Ja, Kühlschränke auch einfach auflassen, Freunde, um die Erde ein bisschen runterzukühlen. Solide Idee. Was machen wir mit der ganzen Wärme, die dabei entsteht eigentlich? Geht, Olli, ist doch kein Wärmeschrank, du Depp, ist ein Kühlschrank. Ja, stimmt, hast recht, ist voll dumm von mir. Na, sag mal, hörst du zu? Ja. Ist ja auch eine Klimaanlage. Ja. Warte mal, wir könnten die Abluftschläuche von den Klimaanlagen einfach so Human Centipede-mäßig, die pustet dann in die nächste Klimaanlage. Exakt, danke. Und dadurch wird ja die Luft immer wärmer, also auch immer kälter nach außen, ne? Ja. Also die letzte Klimaanlage in der Reihe macht halt so kalt, dass, bumm. Problem gelöst. Ja. Das sehen wir auch weltweit, dass vor allem die Parteien von rechts außen besonders aggressiv den Klimawandel in Frage stellen. Rechtsextreme Parteien, egal ob die AfD in Deutschland oder die FPÖ in Österreich, leugnen systematisch den menschengemachten Klimawandel. Zu dem Thema haben wir schon vor einiger Zeit dieses Video hier gemacht. Eike nimmt also klaren Einfluss auf die deutsche Politik. Als Sachverständige für die AfD, durch gute Beziehungen zu Untergruppierungen anderer Parteien oder auch, indem einzelne Politiker ihre Argumente übernehmen. Sie haben ein starkes Netzwerk aufgebaut. Das haben sie aber nicht allein geschafft. Das Heartland-Institut ist eine der bedeutendsten Organisationen der Klimaleugner-Szene in den USA. Früher war das Heartland-Institut für die Tabakindustrie tätig. Damals verharmlosten sie die Gesundheit. Natürlich, Alter.
Natürlich müssen, natürlich, das macht so viel Sinn. Ja, ihr kennt euch alle in den 60ern wahrscheinlich an die Werbungen noch erinnern, ja, habt ihr alle schon gelebt. Auch, wahrscheinlich haben die auch für die Zuckerindustrie am Anfang die ganzen Werbungssachen gemacht. 68 geboren, du Arschloch. Das ist auch ein Meme, Alter. Digga, ja, also für alle, die das nicht kennen, ist bei Zucker passiert, ist bei Tabak passiert, es wurde selbst bei ich glaube, Radon war das gewesen, ne, bei diesem, als Radioaktivität noch nicht so bekannt war für, ey, tötet dich übrigens, wo die Leute sich diesen radioaktiven Lack auf die Zähne geschmiert haben und ihnen die Kiefer abgefault sind, weil irgendwelche Firmen behauptet haben, ist voll gesund, müsste machen, rauchen ist voll gesund, müsste machen, Zucker essen ist auch voll gesund. Das wurde vom Arzt verschrieben. Ja. Und ich sag nur, Zucker zaubert. Ja, Zucker zaubert. Etlichen Schäden durch Zigaretten. Heute säen sie durch Kampagnen und manipulierte Studien aktiv Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Damit wollen sie vor allem eines verhindern, neue Klimaschutzgesetze. Dafür hat das Heartland-Institut auch eine Reihe von recht großzügigen Unterstützern. 2021 verzeichnete es laut eigenen Angaben Einnahmen von 4,1 Millionen Dollar. Das Geld erreicht das Heartland-Institut meist nicht direkt, sondern über Umwege durch anonyme Spenden. Recherchen konnten aber zeigen, dass ein Teil des Geldes zum Beispiel vom Ölkonglomerat ExxonMobil kommt. Unternehmen wie ExxonMobil haben ein besonderes Interesse daran, den öffentlichen Diskurs zum Klimawandel zu beeinflussen. Seit den 80ern übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich weiß nicht, in welchem großen Ölkonzern das war, wo Forscher darauf angesetzt wurden, die Auswirkungen von fossilen Brennstoffen auf die Umwelt mal vorherzusagen und die Aufstellung gemacht haben, die bei BP war das, ne? Die wirklich super akkurat waren bis zur heutigen Zeit und das wurde alles unter den Tisch gekehrt. Kam viel später erst raus. Total krasse Sache, müsst ihr mal nachlesen. Ist wirklich erschreckend. Denn Klimaschutzmaßnahmen sind schlecht für das eigene Geschäft. Also haben sie zum Beispiel systematisch Studien finanziert, welche die Risiken des Klimawandels herunterspielen. Weitere Geldgeber des Heartland-Instituts sollen die Mercer Family Foundation und die Koch-Brüder sein. Letztere haben... Es sind die Koch-Brüder, bringen wir es mal auf den Punkt. Es sind die Koch-Brüder. Wir können auch, wahrscheinlich sind es die Koch-Brüder auch. Ja. Ihr Geld mit Erdöl, Erdgas, Kohle und Plastik verdient. Beide Familien verfügen über Milliarden und finanzieren in großem Maßstab klimaskeptische Organisationen. Hey, und dann nehmen die nur 4, irgendwas Millionen ein. James Taylor ist der Präsident des Heartland-Instituts. Unser Chat hat übrigens recht, es fehlt nur noch, dass diese Firma auch Tank und Rast noch irgendwie Marketing macht. Ja, das fehlt jetzt geil. Climate crisis. The Earth doesn't have a fever. The Earth has a cold. It almost has pneumonia. Auf der Website der Organisation gibt sich Taylor als studierter Atmosphärenforscher aus. In Wirklichkeit hat er aber nur ein paar Kurse besucht, als er darauf angesprochen wurde. Einfach ein bisschen Amoxicillin ins Meer kippen, dann ist die Sache gegessen. Fertig, ja, ist ganz einfach. Dass er ja kein Wissenschaftler sei, hat er gesagt. I successfully completed Ivy League atmospheric science courses, so I'm a scientist by training. Okay. Okay, aber warum erzählen wir euch das alles? Naja, okay. Taylor ist ein gern gesehener Gast auf EIKE-Konferenzen. Er ist auch Facebook-Freund von Holger Thues und Michael Limburg. Auf der amerikanischen Website erscheint Thues als Ansprechpartner. Das Bild. Beide Institute. Was zur Hölle? Und wieso sind die bei Facebook Freunde? Gute geben auch Charakteren wie Naomi Seibt eine Bühne. Oh, international Gott. Auch bekannt als die Anti-Greta. Was? Ja, Mann, die kenne ich nicht. Das ist eine YouTuberin, die ist richtig. Ist das so ein Äquivalent zu diesem Never Forget Nikki? Ja, oh exakt. Oh Gott, ich krieg das. Exakt das. Oh. Sie ist Never Forget Nikki in Mädchen. Ich war eigentlich froh, dass ich die nicht kenne und ich möchte es eigentlich auch nicht ändern, aber here Alter. We go. Eine deutsche YouTuberin, die auf ihrem Kanal klimaskeptische Inhalte veröffentlicht hat. CO2 is a greenhouse gas, so it does contribute to some warming, but I believe that the effect is absolutely insignificant. Aber von persönlichen Verbindungen einmal abgesehen. Also wenn mir eine, wie alt ist sie, 17, 8, keine Ahnung, 18 vielleicht oder so? Wenn sie sagt, sie glaubt nicht daran, dann ist das sehr überzeugend, ja. Naja, gut, bei wissenschaftlichen Sachen immer mit I believe anzufangen. Das Problem ist, dass sie bei Fridays for Future, dass die einzige, die bei Fridays for Future nicht eingeladen worden ist, die war
jetzt einfach wochenlang jeden Freitag in der Schule alleine mit allen Lehrern. Die Hausaufgaben von allen machen. Das ist richtig sauer. Und dann ging's los. Euch zeige ich's. Ihr scheiß Mobber. Das Hartland-Institut unterstützt Eike gemäß einer Recherche auch direkter. Nämlich sowohl personell, ideell als auch finanziell. Das hat James Taylor uns in unserer Recherche auch bestätigt, dass eben Geld vom Hartland-Institut an Eike fließt. Korrektivreporterin Katharina Huth hat James Taylor persönlich getroffen. Zusammen mit einem Kollegen war sie undercover auf einer Eike-Konferenz. Korrektiv übrigens fantastisch, solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Dort haben sie sich als Mitarbeiter einer PR-Agentur ausgegeben. Wir haben uns überlegt, dass wir so auftreten und erzählen, dass wir einen Kunden aus der Automobilindustrie haben, der gerne 500.000 Euro in eine klimawandelleugnende Kampagne stecken möchte. Dadurch kamen sie auch ins Gespräch mit Taylor. Er machte ziemlich schnell klar, mit dem richtigen Budget können auch klimaskeptische Kampagnen in Deutschland durchgeführt werden. Beispielsweise hätten wir Statements bekommen von vermeintlichen Experten, die uns dann gesagt hätten, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von Dieselmotoren gar nicht so hoch sind, wie man denkt. Das Hartland-Institut hätte also zwei angebliche amerikanische Experten damit beauftragt, falsche Forschungsergebnisse als Statements zu veröffentlichen. Das hätten wir dann nutzen können in Deutschland und sagen können, hier gibt es Studien, hier gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu und uns darauf berufen. Alles, was man dafür hätte tun müssen, wäre die 500.000 Euro einfach anonym an das Institut zu spenden. Wir haben das Hartland-Institut um Stellungnahme gebeten. Kann die nicht jemand verbieten, Alter? Also in dem Moment, wo sowas bekannt wird, muss doch irgendwie möglich sein zu sagen, hallo, nicht bei uns, bitte. Müsstest du jeden Konzern verbieten. Wir haben bisher so keine geil. Antwort. Sorry, ich finde die Mail einfach super lustig. Press Request, German YouTube Channel, 1 Million plus Subscribers. Und dann, was sie sind, was sie machen und dann die Fragen und dann kein Regards, Jonas. Als Verein muss Eike seine Einnahmen nicht öffentlich darlegen. Offiziell finanziert sich der Verein durch Mitgliederbeiträge und Spenden. Holger Thus hat den Recherchen von Korrektiv uns gegenüber in einer Stellungnahme widersprochen. Es hätte in der Vergangenheit nur die Übernahme einiger Reisekosten von Referenten durch das Hartland-Institut gegeben. Außerdem wäre ihm in Las Vegas neulich auch einmal ein Abendessen und einmal ein Mittagessen bezahlt worden. Beides habe aber nicht besonders geschmeckt. Auf die Frage, das ist wichtig. Ob Gelder amerikanischer Ölkonzerne auch direkt oder indirekt an Eike geflossen sind, hat Thus sarkastisch reagiert. Wer das behaupte, habe außerdem einen ganz gewaltigen Dachschaden. Eike hat allerdings noch weitere indirekte Verbindungen zur amerikanischen Ölindustrie. Und zwar über CFACT. Das ist das Committee for a Constructive Tomorrow, eine konservative Denkfabrik aus den USA. CFACT erhielt nachweislich Spenden von der ExxonMobil Foundation sowie zwei amerikanischen Kohlebergbauunternehmen. CFACT und Eike haben gemeinsam Konferenzen veranstaltet. CFACT Europe war ein Ableger der amerikanischen Organisation. Holger Thus antwortet uns auf unsere Anfrage schlicht, eine Organisation CFACT Europe existiert gar nicht. Stimmt im Prinzip, aber der Verein wurde 1999 ins Leben gerufen, registriert an der gleichen Postadresse wie Eike. Holger Thus selbst war im Vorstand und erst Anfang dieses Jahres wurde CFACT Europe aus dem Handelsregister entfernt. Ja, immerhin. Letztendlich reichen die Interessen der amerikanischen Öl- und Kohleindustrie. Was ist denn das für eine Aussage dann? Also du... Wie hart willst du sagen, dass du was verschleiern willst? Das gibt es nicht. Drehen über Partner von Eike bis in unsere deutsche Politiklandschaft hinein. Eike ist in Deutschland zum Glück nicht mal ansatzweise so einflussreich wie zum Beispiel das Hartland-Institut in den USA. Doch auch wenn die Organisation recht klein ist, zeichnet sich momentan ein beunruhigender Trend ab. Die Klimaleugner wechseln zunehmend die Strategie. Und hier spielt besonders eine nicht existente Technologie eine große Rolle, an die unglücklicherweise auch Friedrich Merz glaubt. Unangenehm! Deutschland will weg von Kohle und Gas hin zu erneuerbaren Energien.
Doch diese Energiewende geht nur schleppend voran. Teils kommt sie immer wieder fast gänzlich zum Erliegen. Häufig auch aufgrund einiger lauter und mächtiger Gegner. Wenig überraschend, die Klimaleugner sind hier vorne mit dabei. Sie wollen die deutsche Energiewende mit allen Mitteln verhindern. Dafür haben sie mittlerweile auch ihre Strategie geändert. Denn mit ihren klassischen Schwurbler-Thesen kommen sie nicht mehr weit. Wir wissen aus der Forschung, dass der Anteil derjenigen, die wirklich nicht an die Existenz des menschengemachten Klimawandels glauben, sehr, sehr gering ist. Das heißt, das ist nichts, was besonders anschlussfähig in der Bevölkerung ist. Also geben viele einstige Klimaleugner zu, okay gut, den Klimawandel gibt es doch, die Erde erwärmt sich, aber das Wort Klimakrise, diese Katastrophenstimmung, das ist alles total unnötig. Und erneuerbare Energien sind gar nicht so toll. Das heißt, man nimmt eher die Maßnahmen in den Blick, man beschreibt diese als ideologisch, als nicht wirksam, als übertrieben oder sogar als gefährlich. Neben Kohle- und Atomkraftwerken sollen wir laut Eike statt auf... Was daran soll gefährlich sein? Also bei den Windkrafträdern zum Beispiel. Kommt ein Vogel vorbei, fliegt rein, wird davon erwischt, fliegt dir auf den Kopf, du bist tot. Hm. Passiert, auch wenn er gegen Atomkraftwerk fliegt übrigens. Ist halt ein dummer Vogel dann. Und wie wir wissen, ist bei Solaranlagen, das blendet ja die Piloten. Ja, ja. Und deswegen stürzen die ab. Ah, ich verstehe. Das Problem ist, Olli. Ja. Wenn du so viele Windräder hast. Ja, ja, ja. Und die, ne, drehen sich alle, dann wirkt das wie Propeller. Aha. Das heißt, die Erde dreht sich in eine andere Richtung. Oh nein, wir verlassen unseren Orbit. Oder natürlich, Europa schwimmt weg. Und dann irgendwann über den Rand, über die Kante und dann fallen wir. Ab ins Nix. Und natürlich, auch der Chat hat vollkommen recht, Solaranlagen saugen der Sonne die Energie weg. Ja, ja, wie lange soll das halten? Stell dir mal vor, du stellst überall eine PV-Anlage auf, denn der Sonnenakku, der ist alle in 50 Jahren. Das ist doch auch nicht zukunftsweisend. Ja. Ich verstehe. Ja. Ja. Auch der ganze Wind, der weg ist, einfach weil der in andere Energie umgewandelt wird. Weggefangen wird von den... Ja, irgendwann können wir nicht mehr atmen in den Städten. Ja, weil die Luft vom Wind nicht mehr in die Städte gepustet wird. Richtig, richtig. Das ist problematisch. Muss man wissen. Bei Energie. Reichsflugscheiben. Absolut gefährlich. Absolut gefährlich. Wind und Solar künftig viel lieber auf eine andere Technologie setzen. Ich glaube ernsthaft, das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt gerade in den Medien so viel Blackout-Panik vorgebetet bekommen. Ne? Das ist natürlich auch ein Angriffspunkt, wo man sagen kann, Windkraft und Solar schafft das gar nicht, hier die ganzen Spannungsspitzen und da, wenn dann mal die Sonne nicht scheint, dann haben wir nicht genug Energie und so. Naja. Dual-Fluid-Reaktor, kurz DFR, könnte der Game-Changer werden. Der DFR ist ein Konzept, bei dem zwei Flüssigkeiten zum Einsatz kommen. Einerseits der Kernbrennstoff wie Uran, andererseits kühlendes, flüssiges Blei. Eike macht seit fast 10 Jahren Stimmung für den DFR. Und in der Theorie klingt der Reaktor fantastisch. Eine neue Art von Kernkraft ohne ein Atommüllproblem. Saubere Energie günstiger als Braunkohle. Aber das Urteil von Experten ist ernüchternd. Es gibt davon keine Prototypen und es gibt erst recht keine kommerziellen Anlagen. Das ist David Pfeiffer. Ihr müsst euch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Technologie für Fusionskraftwerke 10.000 Mal weiter schon ist, als diese DFR-Kacke, die da gefeiert wird. Ja, also wenn man sich wirklich hinstellt und sagt, hier ist eine Alternative, die funktioniert, dann müsste man eigentlich Fusionskraft abfeiern, weil die ist wirklich weiter als dieser DFR-Kram. Aber vor allen Dingen, wenn die halt trotzdem einen Brennstoff brauchen, hat man doch trotzdem das Atommüllproblem, oder bin ich raus? Ja. Ich bin wahrscheinlich einfach raus. Ich habe keine Ahnung davon. Wild alles. Pfeiffer, Bundesamt. Er beschäftigt sich damit, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen könnte. Die Technologie ist derzeit nicht realisierbar. Technisch sei vieles noch unklar. Natürlich kann man in der Richtung weiterforschen, aber man rechnet mit bis zu 50 Jahren, bis der erste Reaktor überhaupt Strom liefern könnte.
Jetzt muss ich dazu sagen, das ist bei Fusionskraft nicht anders groß, ja. Da gibt es Prototypen, die schon bewiesen haben, ne, dass man das hochfahren kann und so. Das, ne, aber die sind natürlich auch nicht zur Stromerzeugung gedacht. Das dauert auch noch sehr, sehr lange. Und ich verstehe auch, dass wir einen bestimmten Zeitraum überbrücken müssen bis dahin, bis das mal irgendwann läuft. Und da muss irgendwie auch eine gute Lösung her. Aber ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich persönlich halt Atomkraft halt einfach für prinzipiell falsch. Niemand kann mir erzählen, dass das eine gute Alternative wäre. Der ganze Scheißaufwand, den du betreiben musst, um den Bau und den Betrieb und die Entsorgung und das alles, kostet so viel Geld. Niemand kann mir erzählen, dass das besser ist als Solar- oder Windkraft. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Das ist eigentlich zu spät und wird vermutlich auch deutlich zu teuer sein. Und man kann zumindest bezweifeln, ob es überhaupt jemals dazu kommt, da es ja nur ein theoretisches Konstrukt ist. Trotzdem hat der Dual-Fluid-Reaktor viele Fans. Da wäre die AfD zum Beispiel. Aber tun wir mal so, als ob uns in 100 Jahren der grausige Klimatod ereilen würde, wenn es ein kleines bisschen wärmer wird. Und auch dann wäre der Dual-Fluid-Reaktor die Lösung für ihren Klimawahn. Und auch der CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz. Die Frage dieses sogenannten Dual-Fluid-Reaktors. Laut ihm bräuchte Deutschland in Zukunft Technologien wie den Dual-Fluid-Reaktor, weil erneuerbare Energien allein den wachsenden Strombedarf in 10 bis 15 Jahren angeblich nicht abdecken könnten. Diese Argumentation wiederholt er auch im Fernsehen. Zum großen Bild gehört, dass wir mit Sonne und Wind allein den Strombedarf unserer Volkswirtschaft, auch der privaten Haushalte in Deutschland, wenn wir es ernst meinen mit CO2-neutraler Wirtschaft bis zum Jahr 2050, nicht decken können. Boah, Alter, ey. Pfeiffer widerspricht diesem Narrativ. Guckt der Typ, Alter. Ja, boah. Alles, was ihr über Friedrich... Abgesehen davon, dass es, laut dem, was ich gelesen habe, abgesehen davon, dass es glatt gelogen ist, was er da sagt. Mhm. Alter, wirklich, alles, was man über den wissen muss, sieht man an seinem Blick. Mhm. Ganz ehrlich. Oder man guckt sich Abstimmungsergebnisse an in den späten 90ern über Vergewaltigung in der Ehe und der Running Gag von Olli. Ja, das ist alles, was ihr über ihn wissen müsst. Das stimmt wohl, ja, das stimmt wohl. Tief vehement. Ich würde da jetzt sagen, das ist in jedem Fall möglich, bis dahin Treibhausgasneutralität zu erreichen. Laut ihm seien für die Deckung des Strombedarfs zukünftig schlicht ganz andere Technologien und Konzepte relevant. Dazu gehören zum Beispiel intelligente Stromnetze, Sektorkopplung und Wasserstoffkraftwerke. Warum halten die AfD, Eike und Co. dann an dem Reaktor fest? Man will keine Veränderung, weil man von dem Status quo, von der jetzigen Situation so gut profitiert. Die fossile Energie war ja eine Gelddruckmaschine für die großen Konzerne. Das heißt, wir haben es hier mit klassischen Ausweichargumenten zu tun, die sagen, aber wir hätten ja eine potenzielle Alternative. Im Sinne von, wenn doch so ein toller, stabiler Reaktor bald kommt, müssen wir jetzt nicht raus aus der fossilen Energie. Er löst doch all unsere Probleme. Eike kann so laut Quent die Öl- und Kohle- und Gasindustrien in Schutz nehmen. Die AfD kann Aufmerksamkeit generieren. Merz kann die Regierung angreifen und sich mit einer Zukunftstechnologie als fortschrittlich inszenieren. Laut eigenen Aussagen habe er durch einen Vortrag des Politikers Otto Schilly von der Technologie erfahren, nicht über Eike oder ähnliche Akteure. Dennoch hat ihn die Taz schon 2020 darauf aufmerksam gemacht, dass die AfD den Dual-Fluid-Reaktor in ihrer Rhetorik nutzt. Wir erinnern uns, die Partei, bei der Eike maßgeblich politischen Einfluss ausübt, die Klimapolitik teils mitdiktiert. Das hindert Merz bis heute nicht daran, die Ablenkungsdebatte über den Reaktor immer wieder anzufachen. Oh. Wir haben ihn diesbezüglich um Stellungnahme gebeten und ihn mit den Einschätzungen Pfeiffers und Co. konfrontiert. Jonas. Wir haben bisher keine Antwort erhalten. Vorschlag aus unserem Chat, den ich ganz kurz nur zitiere. Wie wär's, wir benutzen die AfD als Brennstoff. Die Holzköpfe brennen lange. Nur zitiert. Naja, oder auch nicht. Eikes. Ja, die sind ja hohl. Mhm. Ja. Also, so viel Festkörper zum Verbrennen ist ja da gar nicht. Politische Verbindungen sind gruselig. Der Verein versucht seit über einem Jahrzehnt, die Klimapolitik in Deutschland zu unterwandern. Über Parteien hinweg, doch insbesondere mit enormem Einfluss auf die Klimapolitik der AfD. Dabei arbeiten sie eng mit amerikanischen Lobbyorganisationen zusammen, die klare Verbindungen zu Kohle- und Ölkonzernen haben.
und durch den aktuellen Strategiewechsel werden sie gefährlicher denn je. Weg vom bloßen Geschwurbel hin zu Ausweichargumenten. Jahrzehnte entfernte Luftschlosstechnologien als Gegenangebot zu massiven Investitionen in erneuerbare Energien. In der aktuellen Debatte rund um die Energieversorgung in Deutschland könnte sich diese argumentative Sabotage immer häufiger einschleichen. Ob direkt über Eike oder ganz andere Wege. Also mal ganz ehrlich, wenn es eine Technologie aktuell gäbe, die ausgereift genug ist und anwendbar genug ist, dann hätten wir sie wahrscheinlich schon. Ne? Also es ist halt bei den Regenerativen so ein Speicherproblem, Versorgungsproblem, Gas hast du aktuell, ein Kriegsproblem, Kernkraftwerk hast du ein Sicherheits- und Entsorgungsproblem und der ganze andere Scheiß, der in Entwicklung ist, der ist halt in 50 Jahren noch nicht fertig. So. Es ist halt momentan eine beschissene Zeit für Energieproduktion, muss man ganz einfach sagen. Kohle ist kacke, ja, nicht nachhaltig und verschmutzt die Umwelt. PV-Anlagen hast du quasi ein Sanktionsproblem, weil ich immer noch komplett sick finde. Also ich würde da auch, ehrlich gesagt, ich würde ungern in der Haut der aktuellen Politik stecken, vor allem in der aktuellen Energiepolitik. Das ist sicherlich nicht einfach, ja, aber... Ja, vor allen Dingen, wenn du mindestens 16 Jahre Scheiße ausbaden musst. Ja, das stimmt wohl. Ich würde mir wünschen, dass so Leute wie Miosga oder Lanz sich einfach mal hinsetzen könnten und einfach mal sich so eine Weile anhören, so nach hinten lehnen und dann einfach irgendwann in einem Satz mal sagen so, ach komm, jetzt halt doch mal dein Maul. Ja. Einfach mal dein scheiß Maul. Ja. Jetzt lass du jetzt, wir holen noch jemanden ins Studio, der Ahnung hat. Und ich schrieb gerade noch jemand, der Preis von AKWs wird schön gerechnet. Ich weiß, es gibt viel Subventionen für Atomkraft. Greenpeace hat wohl mal ausgerechnet, 80 Cent pro Kilowattstunde Stromproduktion bei Atomkraft, also deutlich teurer. Was willst du sagen? Ich glaube, wenn Deutschland, nicht so stark abgebaut hätte in Sachen Forschung und Investitionen und so, was regenerative Energien angeht, könnt ihr euch mal den Trend der letzten 20, 30 Jahre angucken. Die haben den ganzen Sektor gekillt. Ist alles tot, ist alles nach China ausgewandert. Wenn die Krieg mit Taiwan anfangen, dann sind wir sowieso gefickt, was das angeht. Ja, aber das ist, das finde ich auch lustig. Aber ja, du hast ja recht, das bei AKW ist ja genauso wie bei Fliegen versus Bahn. Warum kostet mich Fliegen eigentlich ein Zehntel von einem Bahnfahrtticket? So, tja, Subventionen. Ja. Aber hier zum Thema Lanz fand ich auch gut, weil das würde mich auch mal interessieren, weil da habe ich noch gar nicht nachgeguckt zum Thema erneuerbare Energien und olle Tesla. Lanz hatte letztens ein spannendes Interview, genau darauf basierend, wo er irgendwie mit dem VW-Chef und Toyota und so weiter darüber geredet haben, warum ist Tesla-Autos eigentlich so viel besser? Wir haben gesagt, sind die nicht. Die haben das auseinandergebaut, jedes Einzelteil ist gar kein Stress. Können wir alles machen, können wir vieles sogar besser nachbauen. Und dann kommst du aber zum Kern, nämlich der Prozessor und die Software, die da drauf ist. Und dann sagen die Experten, Tesla ist uns da leider 5 Jahre voraus. Und dann triffst du dich ein Jahr später mit denen und fragst, und wie ist jetzt? Und dann sagen sie, ja, Tesla ist uns jetzt 10 Jahre voraus. Mhm. einer der Gründe, warum Leute sich Teslas kaufen, ist mitunter auch das ganze Mediensystem und der ganze Unterhaltungsscheiß, und der eingebaut wird und die ganzen Features, die es hat. Kaufen ist, weil du hupen kannst und dein Tesla macht nicht sondern dein Tesla macht, excuse me, wir haben 2022. Es klingt witzig, aber es ist absolut wahr. Genau, aber das ist ja auch, ich habe das mal letztens, ich weiß, es können wahrscheinlich inzwischen auch andere Elektroautos, ja, aber ich habe... Polestar! Zum Beispiel, wo ich immer noch so enttäuscht bin, dass die mich nicht für ihre Kampagne gebucht haben. Aber da ein alter Tesla, wo du einfach eine Strecke eingibst und er sagt dir an jedem, der sagt dir genau, wenn du schnell fahren willst, dann musst du da speedchargen, da kurz sein. Wenn du normal fahren willst, musst du da. Aber das wird alles schon mit einberechnet. Fand ich einfach mega geil. Mhm. So. Ja. Wenn ich hupe, macht mein Tesla ada. E-Autos übrigens meiner Meinung nach auch nicht die Lösung, von der alle hoffen, dass es sie ist. Ich bin der Meinung, wir brauchen so Autos wie bei den Flintstones. Ja,
Wo soll denn der ganze Strom herkommen, Alter, mit dem alle dann plötzlich ihre E-Autos laden wollen? Das ist halt auch eine schwierige Sache. Ja, von meiner eigenen Solaranlage. Um es mit den Worten von Friedrich Merz zu sagen, aus dem Dual-Flut-Reaktor. Ja, oder wenn wir endlich mal die Autobahnen und Landstraßen mit Solaranlagen versorgen können. Dann vielleicht, dann ist es eine coole Idee. Stopp, hat Merz uns alle getrollt? Ist ein Dual-Flut-Reaktor ein Gezeitenkraftwerk? Ah. Ja. Nein. Ja. Ja. So. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Guck noch ein Video. Gleich. Ja. Das waren wir schon durch. Da war da noch was. Ach so. Ja, war da noch dabei. Cheers. Ja, siehst du? Jetzt ist vorbei. Alles klar, danke Freunde, danke fürs Zuschauen. Nice one. Nice one. Also Freunde, ey, eure Meinung zum Thema, gerne wissenschaftlich fundiert und basiert, einfach rein in die Kommentare damit. Ja. Lesen wir uns nicht durch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wieso bist denn du jetzt so? Ich mach nur Spaß.